Also gerade habe ich eine Woche Workshop hinter mir mit 12 Schülern und das Ganze fand statt auf der Burg Hoch Osterwitz. Da haben wir dieses Bild gemalt und ich muss sagen, ich bin jetzt seit 4 Jahren immer im Sommer hier auf der Burg Hoch Osterwitz und halte Workshops hier ab und so habe sozusagen das Sommeratelier hier. So, also das ist hier eigentlich das Burgatelier. Hier habe ich ganz bewusst verschiedene Motive aufgehängt, um zu zeigen mal, was man mit der Ölfarbe eigentlich alles machen kann. Von der Klassik hinten, von den klassischen Bildern hinten, den Stillleben, den Blumenbildern. Dann habe ich hier zum Beispiel Shakira, das ist schon eins von den meinen pomponistischen Bildern mit den Wellen durchzogen. In der Art der Bilder teile ich praktisch die Luft, versuche ich die Luft oder die Dinge sichtbar zu machen, die sich im Unsichtbaren befinden könnten. Dann hier eins meiner Lieblingsbilder, das habe ich in Marrakesch gemalt 1996. Das war mein Atelier in Marrakesch. Da habe ich im Harmonia Hotel eine Ausstellung gemacht, über 14 Tage. Und das ist hier die Burg Goldegg, Gold Egg, sprich goldenes Ei. Habe ich also malerisch ein bisschen gespielt mit Lichtschatten, Transparenz und der Idee des Namens Burg Goldegg. Und sonst ja überall etwas verschiedene Dinge, um generell mal dem ganz normalen Betrachter zu zeigen, was für verschiedene Möglichkeiten es gibt, um mit der Ölfarbe, wenn man sie denn zumindest von der Technik etwas beherrscht, was man mit der Ölfarbe alles machen kann. Das ist ein angefangenes Bild aus Frankreich, das große hier. Ist noch nicht fertig. Ist eine Bronzestatue. Gibt es noch einiges zu tun aus Paris. Das ist eigentlich mein, sagen wir, unser Sommeratelier hier. Ungefähr 2,5 bis 3 Monate lehre ich dann hier auf der Burg Hoch Osterwitz mit Workshops und mit Erklärungen oder Vorführungen, wie man gewisse Dinge mit der Ölfarbe macht. Ich habe, wie einige von Ihnen wissen, ja ungefähr 20 Jahre in Frankreich gewohnt, in der Dordogne. Da gibt es sehr viele Schlösser auch und Chateaus und auch Landgüter. Aber ich muss sagen, die schönste Burg, die ich bisher erlebt habe, ist hier in Kärnten, und zwar die Burg Hoch Osterwitz. Und ich habe die Ehre, jetzt Ihnen den Besitzer der Burg vorstellen zu dürfen. Das ist Graf Kiffenhüller. Und freue mich, dass Sie Ihre Zeit opfern, um uns ein bisschen was über die Geschichte der Burg zu erzählen vielleicht. Ja, die Burg hat natürlich eine lange Geschichte, erstmals erwähnt, so um 960 oder so irgendwas. Mhm. Wurde sie, da war in verschiedenen, im Mittelalter in verschiedenen Besitz, in verschiedenem Eigentum und ist dann ab 1541 ins Eigentum der Familie Kiffenhüller gekommen. Und zwar deshalb, weil da gab es einen Landeshauptmann, Christoph Kiffenhüller, der hat sich sehr für das Land Kärnten eingesetzt, sehr sozial eingesetzt und zum Schutze eigentlich der Bevölkerung, die in den Türkenkriegen, muss sich überlegen, die Männer waren oft an der Front, die Frauen und die Alten und die Kinder waren alleine zurück in Kärnten, war natürlich von subversiven Kräften immer bedroht und da hat er sich sehr eingesetzt, Schutz für diese Menschen zu bieten. Und als Dank dafür hat vom Kaiser diese Burg, das Lehensrecht über diese Burg bekommen. Und seitdem ist das also eigentlich im Besitz der Familie Kiffenhüller. 1571 bis 1578 hat dann ein Nachfolger, ein Nachkomme, Georg Kiffenhüller, die Burg ausgebaut in der Renaissancezeit und zu dem gemacht, was sie heute eigentlich ist. Mhm. Sie hat sich eigentlich seit damals recht wenig verändert in ihrer Bausubstanz und sie ist eigentlich uns erhalten geblieben über diese 4 Jahrhunderte hinweg. Vielleicht ein wichtiger Punkt dazu zu sagen ist, es hat ja viele Jahre später in der Zeit von Josef II., also nach Kaiser Maitreza im 18. Jahrhundert, hat sie die sogenannte Dachsteuer gegeben, die der Josef II. Eingeführt hat und wonach Hausbesitzer Steuern bezahlen mussten, entsprechend der Quadratmeter Dachfläche, die sie haben. Und Gott sei Dank war zu dieser Zeit der Eigentümer ein Franz Sales Kiffenhüller, der
der kinderlos war, war ganz wohlhabend und hat eigentlich sehr viel an der Burg zur Erhaltung beigetragen und hat sich da nicht nur gedacht, dass man diese Burg nicht nur nicht abdecken sollte, im Gegenteil, er hat eigentlich alle Gebäude, die nicht abgedeckt waren, abgedeckt, weil er sich gemeint hat, diese Burg ist so bedeutend von ihrer Geschichte und ihrer Baukultur, dass sie eigentlich für die Nachwelt erhalten bleiben sollte. Und das sind wir Gott sei Dank, ist das heute so. Das war das Glück. Ja. Das war ein Riesenglück, ja. Wie viele Tore hat die Burg, wenn man darauf spaziert? Die Tore, das sind 14 Tore, ja. Wobei diese 14 Tore sicher auch eine doppelte Bedeutung haben. Einerseits ein Schutz für die Burg, also das ein, eigentlich macht es die Burg unbezwingbar. Ein anderer ist auch ein religiöser, denn dieser Georg Häfenler, der diese Burg so umgebaut hat, wie sie heute ist, war ein ganz bedeutender, sagen wir mal, protestantischer Adeliger. Hat es ja relativ viele gegeben, protestantische Adelige. Er hatte zwei Söhne, einer war Katholik, einer war protestantisch. Und die Protestanten mussten ja alle das Land verlassen in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Und der Katholische durfte bleiben. Und dieser, aber wie gesagt, er war protestantisch, aber sehr religiös. Und er hat die Burg eigentlich auch zu Zwecken verwendet, um darzustellen, wie wichtig es ist, Ehrfurcht vor dem Herrgott zu haben und eigentlich das, hat das Leben. Kapelle auch gebaut, es hat Kapellen gebaut und hat Kirchen gebaut. Und diese 14 Tore, wie wir schon wissen, das gibt es den Kreuzweg, denn das Leiden Jesu Christi sind 14 Stationen und die enden in der Auferstehung. Und diese 14 Tore enden eigentlich in der Kirche. Und diese Kirche, das Hauptportal in die Kirche, ist von ihm und seiner Frau gerahmt und in zwei Statuen aus Marmor, oben drüber eine Szene aus dem letzten Abendmahl, Jesus Christus mit seinen 12 Aposteln und oben drüber ein Dreieck, die Auferstehung Christus in der Auferstehung. Das heißt, 14 Tore, 14 Stationen des Kreuzweges enden in der Auferstehungskirche, eigentlich beim Heil. Und das ist also ein ganz bedeutendes, also zu einem ganz bedeutenden Brauchtum geworden hier in Kärnten, dass sich das in der Fastenzeit, jeden Freitag in der Fastenzeit, hier dieser Kreuzweg auch gebetet wird, von vielen, vielen Menschen besucht. Da kommen hunderte von Leuten immer her. Okay, und das ist also ganz ein interessanter Aspekt dieser 14 Tore. Landschaftlich natürlich unglaublich, diese Burg auf diesen hohen Felsen mit diesen vielen Toren, mit diesen Mauern, wo halt der Besucher herauf erklimmen kann und diese Landschaft aus verschiedenen Perspektiven immer beobachten kann, also sehr was Spezielles. Es gibt ja auch einen Lift, nochmal für die weniger Bewegten, die sich also weniger bewegen wollen oder können, gibt es einen neu gebauten Lift auch. Also gibt es auch einen Lift, es gab auch früher schon einen Lift, der wurde, ist in seine Jahre gekommen, wurde jetzt mit einem neuen modernen Lift ersetzt und der, also auch ältere Leute oder auch behinderte Leute brauchen sich nicht ängstigen, davor auf die Burg heraufzukommen. Kann man eigentlich auf der Burg oben, was kann man besichtigen oben? Also sind von der Burg an sich, die ja eigentlich super schön ist und super authentisch ist. Ich finde das, ich meine, ich kenne das von Frankreich her, manche Sachen sind so überrestauriert und das finde ich dann, da verliert man so ein bisschen den Charakter. Und die Burg, die ist also super schön, weil die, da hat man das Gefühl wirklich, man ist zeitrückversetzt. Und was kann man hier so betrachten? Also abgesehen von der Bausubstanz, die sehr gut erhalten ist und sehr original erhalten ist, sieht man auch am Verputz der Fassaden und so weiter, gibt es eine schöne Sammlung, eine Waffensammlung, die einzigartig ist, und zwar sind das hauptsächlich aus dem deutschen Sprachraum Nürnberger Waffen und Waffensysteme, Kanonen und Rüstungen, die also ganz bekannt sind, die Sie hier zu Gesicht bekommen. Und dann gibt es ein tolles Restaurant hier oben, wo man gut essen kann und gut trinken kann, sich laben kann. Dann gibt es auch eine Schmiede. Also wir arbeiten sehr mit Handwerkern zusammen. Einerseits gibt es eine Schmiede, wo auf wirklich alte Weise Waffen geschmiedet werden, von Messern bis Schwertern bis Hellebarden, aber auch Rüstungen. Und auch der Schmied macht Workshops. Und da kann man auch das Schmieden lernen. Und dann sind wir ganz froh, dass wir Sie haben. Es gibt also diese Malworkshops natürlich auch, auch da das Handwerk zu lernen,
über das Malen. Es gibt unglaublich viele Motive auf der Burg. Man kann in jeder Ecke sich hinsetzen und hat ein anderes Motiv. Und die Landschaft ist auch ein tolles Motiv, also rundherum eigentlich. Mich hat es ja animiert, eigentlich ein Buch, ein Märchenbuch für Kinder zu schreiben. Genau. Ja. Wird hoffentlich endlich nächstes Jahr fertig. Ne? Genau. Zu erwähnen, glaube ich, ist auch der alte Rittersaal, der sehr schön ist mit den alten Gemälden. Ne? Der ist auch sehr interessant. Ja. Es gibt ja eine schöne Sammlung nebenbei an den Waffensammlung, gibt es auch eine schöne Sammlung an Gemälden, Renaissance-Dokumentationsgemälden. Also das sind einerseits, das sind echte Dokumente, die auch beschriftet sind, von Persönlichkeiten, die in der Renaissance gelebt haben und was sie so getan haben, was sie so gemacht haben und wie sie gelebt haben. Ja, da gibt es auch ein Buch darüber, ist verfasst worden damals in der Mosheimer Chronik. Da gibt es auch solche einzelne Blätter von Aquarellen, die über diese Persönlichkeiten darstellen. Das Buch wurde dann neu aufgelegt, irgendwann so in den 60er Jahren, heißt Kärnten um 1620. Mhm. Ein ganz tolles Werk mit all diesen Tafeln drin. Ja, das ist natürlich auch sehr schön zu sehen. Und was Sie gerade angesprochen haben, also das Buch, was Sie machen wollen, dieses Märchenbuch. Ja, es gibt ja auch viele Geschichten um die Burg Hochsterwitz. Ja, da wollte ich Sie fragen, gibt es eine, jede Burg hat irgendwie eine Geschichte, die da immer gibt's so umgeistert? Gibt es viele Geschichten. Ja, da gibt es Geschichten von der Margarete Maultasch, die ja auch in den Geschichtsunterricht in Kärnten vermittelt wird, wo nachher so die Gräfin von Tirol, Margarete Maultasch, eben den Burgberg besetzt hatte mit ihren Truppen und die Osterwitzer aber sich herauf zurückgezogen hatten und hier ausgeharrt hatten. Und die unten haben die Burg belagert und haben gewartet, wie lange wird es wohl dauern, bis die oben nichts mehr zu essen haben. Da werden sie wohl müssen die Tore öffnen. Mhm. Aber das war nicht so. Die hatten hier oben sich richtig eingedeckt gehabt, hatten ja alles oben. Es gab eine Bäckerei heroben, es gab Tiere heroben, Stalle heroben. Also die waren gut versorgt mit Nachschub. Und jetzt passiert es, nach Wochen haben die Soldaten von der Margarete Maultasch nichts mehr zu essen gehabt. Dann haben sie alle angefangen zu murren und wollten weg. Und daraufhin hat sie aber das nicht ertragen, hat gesagt, das geht nicht, wir können das nicht machen. Und dann hat jetzt, wie die Osterwitzer gemerkt haben, ui, die fangen an zu murren, haben sich einer List bedient. Sie haben dann eine der letzten Kühe geschlachtet, haben Reste von Essen, die sie noch hatten, in die Kuhhaut hineingenäht und haben diese Kuhhaut in Form einer Wurst über den Berg runtergerollt. Und wie die Soldaten von der Margarete Maultasch gesehen haben, ui, die haben auf der Burg noch so viel zu essen, dass sie uns sogar davon was abgeben, uns, den Feinden, das bringt ja gar nichts, also wir gehen hier. Und da war die Margarete Maultasch, hat die nachgegeben und war wütend, hat gesagt, na gut, wir müssen gehen, das schaffen wir nicht. Aber damit die Osterwitzer wissen, dass wir hier waren, verpflichte ich jeden Soldaten, seinen Helm zu nehmen, Erde aus dem Feld zu nehmen und aufzuhäufen. Und obendrauf ist die Margarete Maultasch-Säule gestellt worden. Und das war so als Zeichensymbol, Margarete Maultasch war hier und lässt euch das zurück. Auch dieser Margarete Maultasch-Hügel ist heute noch zu sehen. Aus der Säule ist heute ein Materl geworden. Ein Materl nennen wir in Kärnten, das ist ein Bildstock, ein Heiligenbildstock. Und das ist hier am Fuß der Burg auf dem Feld auch zu sehen. Sieht man schön von oben. Eine andere Geschichte, die auch ganz interessant ist, hier gibt es den sogenannten Jungfernsprung, der ist hier auf der Nordseite von der Burg, ist die Felswand, geht 90 Meter senkrecht hinunter. Und der Jungfernsprung, das sagt eben die Geschichte, da hat es eine Jungfer gegeben, die soll sehr hübsch gewesen sein und die Soldaten, die hier oben gewohnt haben, die haben sich sehr um sie bemüht. Und einem, der war es also fast gelungen, der ist hier nachgerannt. Und sie wurde von einer Seite und von der anderen Seite wurden die Wehrmauern abgesperrt, damit sie nicht aus kann. Und der rannte ihr nach. Und da hinten, es gibt so ein kleines Tor, und also nicht ein Tor, sondern eigentlich so eine kleine Art Terrasse. Und hat gesagt, dort erwische ich die Magd nun. Ja. Okay. Die hat sich nicht erwischen lassen und hat sich über diesen sogenannten Jungfernsprung hinuntergeworfen, 90 Meter runter, weil sie vor dem flüchten wollte. Aber sie hatte ein Riesenglück, weil unten fuhr nämlich gerade ein Bauer mit einem Ochsenwagen mit Heu herauf und in dieses Heu flog sie hinein. Und somit war sie gerettet. Daher dieser
dieser bekannte Jungfernsprung. Wie war das noch mit der einen Geschichte, wo gab es einen ganz großen Soldaten, der runtergegangen ist? Ja, da gibt es ja, richtig. Da gibt es natürlich auch, das sind auch so eine Geschichte, die halt erzählt wird. Es gibt in der Rüstung, bei den Rüstungen gibt es eine übergroße Rüstung, die so 2,25 Meter für einen Menschen von 2,25 Meter Größe gemacht ist. Ja, ja. Und da sagt man sich, ist denn das möglich, dass ein solcher Riese, man muss sich überlegen, damals haben die Größe der Menschen war irgendwo bei 150 bis 160 Zentimeter, ja. Nur, ja, also 2,25 Meter war schon gewaltig. Und da gibt es so eine Geschichte über ihn, also das soll also ein Burghauptmann gewesen sein, der also hier gelebt hat auf der Burg. Und da gibt es dann so eine Geschichte, wenn irgendwelche Angreifer kamen, dann hat man den runtergeschickt. Und dann hat er den Angreifern gesagt, ich bin der Kleinste da oben auf der Burg. Wenn ihr meine Freunde kennenlernen wollt, bitte kommt doch auch mit mir rauf. Und haben sie alle Angst gekriegt und sind alle weggelaufen. Das sagt man. Ob das so war, wissen wir nicht, aber zumindest ist es eine gute Geschichte. Super. Also vielleicht noch was. Wann ist die Burg geöffnet zur Besichtigung? Die Burg ist jeweils von Ostern oder 1. April, je nachdem was früher ist, geöffnet und schließt dann mit 30. Oktober. Okay, wunderbar. Ich bedanke mich für das Gespräch. Bitte gern und ich hoffe, Sie kommen nächstes Jahr wieder. Sehen wir uns in alter Frische, selbstverständlich. Genau. Und die Malkurse sind ja sehr beliebt und ich hoffe, dass da viele, viele Schüler auch dazu kommen und schöne Bilder machen, weil es sind ja immer toll, was da so für Bilder so entstehen. Ja, toll, super, Dankeschön. Dankeschön.